Wie heißt die beste Heimwerker-Sendung der Welt? Tooltime! Richtig, Binford Werkzeuge präsentiert Ihnen Tim Taylor, den Heimwerker-König! Hallo, danke. Vielen Dank, danke. Ich danke Ihnen vielmals. Vielen, vielen Dank. Sie sind toll. Danke, Heidi. Willkommen bei Tooltime. Ich bin Tim Taylor, der Heimwerker-König. Und das ist mein Assistent Al Boland. Danke sehr. Danke. Und Sie dürfen dabei sein, wenn wir Ihnen heute die Woche des Motors präsentieren. Heute werden wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihren V8 etwas schärfer machen können. Ich kann nur sagen, was mich schärfer machen würde. Wodka. Ich meine damit Motoren und nicht Treibstoffe. Wir wollen Ihnen den Unterschied zeigen zwischen einem normalen Motor und einem Motor, der in Rennen eingesetzt wird. Ja, und mit wem könnte man besser über diese Art von Motoren sprechen als mit dem bekanntesten aller Rennfahrer. Applaus für die Rennfahrerlegende Al Unser. Es ist schön, bei Ihnen zu sein, Tim. Ganz meinerseits, mein Sohn, aber ich meine einen völlig anderen, Al Unser. Schön, bei Ihnen zu sein, Tim. Das glaube ich Ihnen, aber ich spreche von Al Unser. Danke, dass wir hierher kommen durften. Wir haben drei Generationen von Al Unser vor uns. Ich sage Ihnen, die Sendung wird kompliziert. Wie sollen wir euch nennen? Al. Das ist ja ganz einfach. Ich bin Al Senior, das ist Al Junior und das ist nur Al. Al, man ist nie ein nur Al. Willkommen bei uns in der Show. Vielen Dank, Mr. Borland. Oh, bitte, könnten wir vielleicht nicht so formal sein? Sie sehen, wir sind bei Tooltime nicht so offiziell. Mach nur weiter so, dann werde ich nämlich gleich Manuel. Was bringen Sie für Neuigkeiten mit in die Sendung? Al wird demnächst ein paar Testfahrten an der Rennstrecke von Michigan machen. Und Al wird mich dabei begleiten. Weil Al an einem Go-Kart-Rennen teilnehmen wird. Welcher Al? Ach, der Al. Sie sind bestimmt stolz auf den Jungen. Mein Ältester hat heute seine Fahrprüfung. Oh, vielen Dank. Das ist ein Interesse. Freut mich sehr. Wir haben jetzt genug Unsinn geredet. Lasst uns zu den Motoren gehen. Unsinn, sagst du? Es tut mir unsinnig leid, dass Sie das mit anhören müssen. Also gut, dann erklären Sie uns doch den Unterschied zwischen einem Rennen und einem normalen Motor. Stopp. Ich spreche mit dem, Al. Der hier läuft mit Methanol und der normale verbrennt Benzin. Und ich nehme an, die Köpfe sind aus Aluminium. Mein Lieblingsmetall. Al sollte Sie jetzt weiter darüber informieren. Welcher Al? Der Al. Normalerweise weiß Al mehr darüber als ich. Welcher Al? Big Al. Mein Al? Sein Al. Welcher Al? Als Al. Oh, hört jetzt damit auf. Wie ist euer zweiter Name? Wir haben keinen zweiten Namen. Wir haben keinen. Schuhgröße? 9. Dann die Hemdgröße? 41. Ich habe eine Idee. Komm hier, komm. Ich möchte, dass du uns den Unterschied erklärst. Ich bin doch nur ein Kind, da müssen Sie Al fragen. Al, hilf mir mal. Okay. Guten Morgen. Na endlich. Bist du für deine Prüfung gut vorbereitet? Ich bin schon seit Stunden vorbereitet. Dad hat mich um 4 geweckt. Er hat vor lauter Aufregung nicht schlafen können. So, damit du gut durch die Prüfung kommst, mache ich dir ein solides, handfestes Frühstück. So solide, dass du es nur mit dem Vorschlaghammer kleinkriegst.
Ich bin zu nervös, um was zu essen. Ich wollte, die Prüfung wäre schon vorbei. Mir geht's auch so. Denn wenn du den Führerschein hast, kannst du mich rumfahren. Ey, mach doch nicht den Führerschein, um dich überall rumzufahren. Was ist, fährst du mich ins Kino? Vergiss es. Ihr Jungs wollt euch von hinten und vorne bedienen lassen. Richtig, Brad. Als du noch ein Kind warst, war das ganz anders. Nerv mich bitte nicht. Ich muss ganz ruhig sein. Ich hoffe, ich falle nicht durch. Du schaffst es schon. Und wenn du es beim ersten Mal nicht schaffst, dann wirst du es wiederholen. Oh, sag sowas nicht. Wieso soll er nicht bestehen? Tim, setz ihn bitte nicht unter Druck. Hast du verstanden? Alle Männer aus der Familie Taylor haben ihre Prüfung beim ersten Mal bestanden. Nur Onkel Marty war der erste Taylor, der Mist gebaut hat. Und seit dem Tag wurde er durch den Kakao gezogen. Gnadenlos. Von wem? Von mir. Ich muss raus. Hier rumzuhängen macht mich nur noch nervöser. Immer mit der Ruhe. Du wirst die Prüfung bestehen. Ohne einen Fehler. Und auch wenn nicht, verliert dein Vater kein Wort darüber. Dafür sind wir da. Tut mir leid, Patty. Wir werden deinen neuen Freund ein andermal kennenlernen. Brad macht nämlich heute seinen Führerschein. Ja? Und wenn er besteht, wollen wir das irgendwo feiern. Oh, da kommen die beiden gerade. Ich rufe zurück. Wiederhören. Er hat die Tradition fortgesetzt. Ich hab bestanden. Genau wie ich. Ich habe die Prüfung aus Spaß mitgemacht. Oh, ich bin so stolz auf dich. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Was hältst du von mir? Ich finde keine Worte dafür. Das ist die wichtigste Urkunde, die du je in deinem Leben in den Händen halten wirst. Und was ist mit der Heiratsurkunde? Es ist so, wie ich sage. Wir werden heute Abend feiern. Und du darfst bestimmen, wo. Heute Abend geht's nicht. Ich habe ein paar Jungs versprochen, mit ihnen zu feiern. Oh. Du hast doch nichts dagegen. Nein, nichts. Und, wo gehen wir hin? Wie ich euch schon sagte, ein paar Jungs und ich. Hast du was dagegen, Schatz? Nach dem Basketballspiel gehen wir dann zum Pizzaessen. Gibst du mir den Wagen? Viel Spaß. Was machst du denn da? Halt! Du sagst nur viel Spaß und gibst ihm keine Instruktionen? Das wollte ich gerade machen. Ah. Hör zu. Beachte alle Verkehrsregeln. Nicht zu schnell fahren. Immer nur mit Sicherheitsgurt fahren. Es wird nicht getrunken, geraucht oder Sex gemacht. Keine Drogen. Oder was es sonst noch gibt. Was gibt's denn sonst noch? Eine Menge. Hör zu. Nicht mit 60 in eine Parklücke fahren oder auf dem Rasen von anderen wenden. Und wichtig, ganz wichtig, nicht mit eingelegtem Gang den Hintern zeigen. Und wenn kein Gang drin ist? Mach, was du willst. Es ist schon sehr beängstigend für eine Mutter, wenn sie sieht, dass ihr Sohn zum allerersten Mal Auto fährt. Ich will, dass du mich um Punkt 8 Uhr anrufst. Hast du das verstanden? Versprich es mir. Einverstanden. Na, um 11 bist du zurück. 10. 10? Normalerweise komme ich immer um 11 nach Hause. Du bist doch jetzt erwachsen, oder nicht? Dann tu, was deine Mutter dir sagt. Hallo. Hallo. Oh. Das ist Doug. Hallo. Das ist Jill. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits. Das ist Tim. Doug. Tim Taylor. Hallo Tim, freut mich sehr. Ganz meinerseits. Wie schön, dass ihr beide es noch geschafft habt. Brad wollte lieber mit seinen Freunden zum Basketballspiel. Da fällt mir ein, er will Punkt 8 hier anrufen. Also hören wir, wenn dieses Telefon klingelt? Jill, du hast keinen Grund, nervös zu werden, also... Ich bin nicht nervös. Brad? Oh. Das war die Zeitschaltuhr für den Ofen. Okay, okay, ja, ich... Ich bin doch etwas erregt. Ja. Ich habe keine Ahnung wieso, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass etwas Schlimmes passieren wird. Er fährt sicher. Unser Sohn hat heute seinen Führerschein gemacht. Wahnsinn, das ist die wichtigste Urkunde, die man je in seinem Leben erhält. Genau. Ich kann deinen Neuen sehr gut leiden. Oh, das finde ich gut, weil dein Einverständnis für mich sehr wichtig ist. Jill, was möchten Sie trinken? Oh, Rotwein, Weißwein, egal, was da ist. Schnaps. Tim? Oh, ich möchte einen Scotch. Scotch für den Heimwerkerkönig. Also ehrlich gesagt, bei uns in der Arbeit, Tim, liebt jeder ihre Sendung. Ja, was machen Sie denn? Ich bin Bauunternehmer. Ach, Sie mal an. Ja. Doug baut für Stans das neue polnische Restaurant in Highland Park. Es geht doch nichts über eine gute polnische Ente. Hoffentlich werden auf den Toiletten gute Lüftungen eingebaut. Na klar, wir bauen einen 115-Volt-Motor mit einer Abschaltautomatik ein. Oh, ja. Yeah. Der zieht sämtliche Dämpfe in 10 Sekunden raus. Der Junge kennt seine Ventilatoren. Bei mir hat nur so einer eine Chance. Oh, danke. Dann hat Ihr Sohn also heute seinen Führerschein gemacht. Oh, ja.
Für einen Jungen ist der erste Abend mit einem Auto das Höchste. Meinen werde ich nie vergessen. Wieso? Wie war er denn? Ich hatte einen 66er Lincoln. Der mit den Selbstmordtüren? Der war wie ein Panzer. Wir haben ihn mit 14 Freunden vollgestopft und sind mit Volldampf alle zusammen in die nächste Stadt gefahren. Wir sind bestimmt 120 Meilen die Stunde gefahren. 120 Meilen pro Stunde? Wir sind nur langsamer gefahren, wenn wir den Hintern gezeigt haben. Wir haben jetzt genug über deinen ersten Abend mit Führerschein gehört. Dann erzähle ich über meinen. Ich hatte einen alten Catalina mit dem 421er Motor. Ein tolles Auto. Es war voll bepackt mit Leuten. Wir fuhren einfach los, ohne Ziel. Und überlegten, ob wir nicht ein Rennen gegen einen Güterzug machen sollten. Und... Aber dann dachten wir daran, dass wir all die überfälligen Bücher in die Bücherei zurückbringen mussten. Und dann gingen wir rüber zu meiner Tante Winnie zu Bibelstunde und Kakao. So, es ist schon 8 Uhr und Brad hat immer noch nicht angerufen. Es ist 8:03. Warum bist du so nervös? Ich sag nur Güterzug. Erstens fahren in unserer Gegend keine Güterzüge mehr, klar? Und zweitens war ich in seinem Alter viel verantwortungsloser als er. Damit hast du völlig recht. Ja. Brad ist wie ich, ruhig, überlegt genau, was er tut. Das ist Brad. Oder, nachdem ich hier wohne, könnte es auch für mich sein. Hallo? Okay, okay, bleib ruhig. Sag mir, was passiert ist. Das ist Brad. Sag mir, was los ist. Mutter, wieso isst du auch nach einer Wurzelbehandlung Gummibärchen? Hör auf, dich so aufzuregen, sonst wirst du dabei noch krank. Mom, bitte häng nicht ein. Ich bekomme gerade einen anderen Anruf. Hallo? Oh mein Gott! Ich wusste es doch, Brad, was ist passiert? Ein Mädchen ist es geworden. Oh. Mein Sohn hat ein Baby gekriegt. Es hat wunderbar geschmeckt, Patty. Findest du nicht auch, Jill? Oh, ja, wirklich, wirklich gut. Ich weiß, warum er nicht angerufen hat. Sie waren unterwegs zu dem Spiel. Plötzlich sagte einer von ihnen, lass uns doch lieber auf eine Party gehen. Also rauchen sie jetzt Hasch, fahren 180 Meilen die Stunde und haben dabei ihre blanken Hintern aus dem Fenster gehängt. Dann ist das Auto ja genau richtig für sie. Alle Fenster sind riesengroß. Wie kannst du in einem solchen Augenblick so einen Unsinn reden? Wo bleibt denn sein Anruf? Das ist nicht Brads Art. Der Abend ist für ihn sehr wichtig. Ich nehme an, er sucht gerade ein Telefon. Ich weiß, was wir tun. Wir rufen die Schule an und lassen ihn ausrufen. Dann wissen wir, was mit ihm los ist. Hm. Ja, das wäre hervorragend. Johnson macht 3 Punkte für Lakeside. Mein Gott, war das ein Treffer. Und jetzt, einen Augenblick. Ja, 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 okay. Brad Taylor, deine Mom ist am Telefon. Gib her. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Ich fühle es. Das ist mütterlicher Instinkt. Mütterliche Paranoia. Wie kannst du über meine Gefühle so hinweggehen? Du willst doch auch nicht, dass man über deine hinweggeht. Doch, ich liebe das. Ich frage Sie, Doug. Meinen Sie nicht auch, dass meine Frau völlig überreagiert? Ich finde, es ist etwas stickig hier. Ich mache den Ventilator an. Die Luft ist in Ordnung. Das Problem ist, dass Brad was passiert sein könnte und Tim das völlig kalt lässt. Stimmt's, Patty? Ich glaube, du hast recht, Doug. Es liegt so ein Schimmelpilzgeruch in der Luft. Das wird er aber jetzt sein. Hallo? Hallo, Brad! Es ist Brad und es ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung? Warte. Brad hatte einen kleinen Unfall. Oh Gott. Also bist du mit dem Wagen an einen Telefonmasten gefahren? Oh nein, Schatz. Das Wichtigste ist, dass niemand verletzt ist. Mhm. Gott sei Dank. Hör zu, wir kommen sofort nach Hause. Okay. Okay, wir haben dich lieb. Bis dann. Oh, ich bin ja so erleichtert. Ach, ich auch. Und mein Auto? Ich habe nicht gefragt, keine Ahnung. Wieso denn nicht? Wen kümmert schon das Auto? Es ist ein Oldtimer. Ich habe mich eher um Brad gesorgt. Ich auch, aber nachdem er gesund ist, möchte ich wissen, wie hoch der Schaden ist. Und was war, als du damals den tonnenschweren Träger drüber gehauen hast? Wie bitte? Sie haben auf dem Oldtimer einen Träger drauf fallen lassen? Ja, ja. Das war schrecklich, aber das Gute war, ich musste ihn total restaurieren und habe ihn dabei frisiert. Oh Mann, ich hoffe, dem Wagen ist nichts passiert. Doug? Ja. Klappe. Ja. Doug hat mich gefreut. Er hat mich auch gefreut. Bis dann. Wiedersehen. Ich bin froh, dass es Brian gut geht. Sein Name ist Brad. Ah. Bei mir hat es auch gedauert, bis ich ihn mehr merken konnte. Oh. Tut mir leid, aber du
bist in ein Auto gefahren? Ich bin an der Kreuzung einem draufgefahren. Wieso hast du gesagt, du wärst an den Telefonmasten geknallt? Ich will nicht umgebracht werden. Der Kerl wollte keinem was davon sagen, wenn ich ihm $400 gebe. Du hast nichts zu befürchten? Nein, nichts. Ich brauche nur $200 von euch. Du willst von uns Kindern Geld? Ja, was haben wir davon? Brad wird unser persönlicher Chauffeur. Hey, mit Uniform und so einer Mütze. Hört sich gut an. Oh, Brad, ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Alles in Ordnung? Ja. Wirklich? Ja. Oh, Mann. Naja, ist nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Nur die Beule und ein zerbrochener Scheinwerfer. Wo kommt die grüne Farbe her? Du sagtest was von dem Telefonmasten. Ja, der Mast war grün. Ja, so wie Dollarscheine. Es tut mir furchtbar leid, Dad. Ich nehme das Geld von meinem Sparkonto und lasse die Beule reparieren. Das geht schon klar. Ist eine kleine Reparatur. Eddie wird sich drum kümmern. Er schuldet mir noch einen Gefallen. Versprich mir, dass du in Zukunft vorsichtiger bist. Beim nächsten Mal könnte es schlimmer sein. Schatz, das war Zufall. War nur ein Bagatellschaden. Ja. Er ist ja in kein Auto gefahren, richtig? Richtig. Danke fürs Fahren. Ich esse nur etwas, dann kannst du mich noch irgendwo hinbringen. Wo willst du denn jetzt noch hin? Ich weiß nicht. Ich lass mich überraschen. Ich finde es nett, dass du deinen Bruder rumfährst. Das ist eine große Hilfe für mich. Darum mache ich es ja. Um dir zu helfen. Danke. Hör zu, Jungs. Ich muss in den Kurs. Oh, oh, oh. Wir haben deinen Führerschein noch nicht gefeiert. Was hältst du davon, wenn wir das heute Abend machen würden? Das muss doch nicht sein. Ich weiß, aber ich möchte es gern. Ich weiß, du hattest einen Unfall, aber du warst offen und ehrlich. Du hast bestimmt viel daraus gelernt und im Endeffekt hatte es eine positive Wirkung auf dich. Ja, das hatte es. Okay, Jungs, ich sehe euch dann später. Hallo? Nein, Mr. Taylor ist nicht da. Kann ich was ausrichten? Ja. George Preston, Anwalt von Michael McGrath. McGrath? Ja. Lass mich ran. Ja, hier ist Mr. Taylor. Aha, ja. Oh ja, der Unfall von meinem Sohn. Ja. Er sagte mir, dass alles geregelt ist. Was? Schleudertrauma? Das kann nicht sein. Na gut, ich werde mit meinem Sohn darüber sprechen. Danke. Hört sich an, als ob dein Sohn in Schwierigkeiten steckt. Hey Wilson, was machen Sie? Hallo, Taylor Sprössling. Ich bin dabei, einen Schrein aus Jackbutter zu formen. Jackbutter? Mhm. Sie ist besser zu verarbeiten als Jackmargarine. In Tibet feiert man traditionsgemäß das buddhistische Gebetsfest damit, dass man Schreine macht. Ja, für mich wären ein paar Gebete auch nicht schlecht. Leider habe ich ein Auto angefahren und mein Vater darf es nicht wissen. Du hast ein Auto angefahren? Dein Vater sagte, es war ein Mast. Weil ich ihm das erzählt habe. Ich habe Angst gehabt, dass er mir meinen Führerschein wegnimmt. Warum nimmst du an, dass er so streng ist, Brad? Autofahren bedeutet für meinen Dad alles. Hm. Er war das jüngste Mitglied im Motorclub. Ja, ich weiß. Ich habe die Dias von seinem ersten Pannendiensteinsatz gesehen. Um da wieder rauszukommen, brauche ich mehr als einen Abschleppwagen. Du glaubst also, dass dir dein Vater die Tatsache, dass du in ein anderes Auto gefahren bist, nicht verzeihen könnte, wenn er es wüsste? Ja. Brad, ich habe eher den Eindruck, dass Lügen für ihn ein viel schlimmeres Delikt ist. Egal ob so oder so, ich steck tief in der Scheiße. Die Schriftstellerin Han Su-Yin hat für eine solche Situation ein paar passende Worte gefunden. Sie sagte, die Wahrheit ist wie eine Operation. Sie mag wehtun, aber sie bringt Heilung. Ja, Mom und Dad haben auch ein paar passende Worte für eine solche Situation gefunden. Aber ich darf sie nicht verraten. Dad, wir müssen was besprechen. Ich kann mir schon denken, was es ist. Wirklich? Ja, wirklich. Du wünschst dir heute, wenn wir zum Essen gehen, ein dickes, fettes Steak, eine überbackene große Kartoffel mit Crème fraîche und 3 Pfund Zwiebelbrot. Also, ehrlich gesagt... Hallo, Jungs. Also, Brad, wohin wollen wir heute Abend gehen? In keine Grünzeugbar. Brad will massenhaft Fleisch. Also, ich muss mit euch nochmal über diesen Unfall reden. Es war kein Mast, es war ein Auto. Wie bitte? Wieso hast du das nicht gleich gesagt? Weil ich Angst hatte, dass ihr mir sonst den Führerschein abnehmen würdet.
Du dachtest, wenn du lügst, sind wir dir nicht böse? Ja, so ungefähr. Außerdem sagte der Kerl, ich soll ihm $400 geben und er vergisst alles. Welcher Kerl? Der Kerl in dem anderen Auto, der euch jetzt verklagt. Was? Warte. Spul den ganzen Film nochmal zurück. Ich will, dass du uns sofort die ganze Wahrheit sagst. Okay, der Kerl vor mir hat plötzlich auf die Bremse getreten. Ich konnte nicht mehr ausweichen und bin voll auf ihn draufgefahren. Der Fahrer sagt, es wäre ihm nichts passiert, aber sein Anwalt will uns verklagen. Wegen des angeblichen Schleudertraumas. Das glaube ich einfach nicht. Ich auch nicht. Ein Schleudertrauma, davon träumt er doch. Ich reg mich wegen Brad auf. Ich kann nicht verstehen, dass du uns angelogen hast. Entschuldigung. Damit ist es nicht getan. Wir haben dir die Schlüssel gegeben und unser Vertrauen. Und beides missbrauchst du. Was wäre, wenn du bei dem Unfall jemanden verletzt oder getötet hättest? Hättest du uns das auch verschwiegen? Ich habe einen Fehler gemacht und ich bin bereit, die Konsequenzen zu ziehen. Gut. Du darfst einen Monat nicht fahren. Einen Monat? Das ist gerecht. Ich hab doch gesagt, Mütter haben gute Instinkte. Zum ersten Mal mit dem Auto unterwegs, baut gleich einen Unfall und belügt uns auch noch. Zumindest hat er uns das Komplettpaket verpasst. Er wird noch sein ganzes Leben lang Auto fahren und seine Brüder sind bestimmt auch nicht besser. Soll das heißen, du bist dann jedes Mal ein nervöses Wrack? Nein, nur wenn es mein Instinkt mir sagt. Wann spricht er denn mit dir? Weiß ich nicht. Deshalb heißt es ja Instinkt. Hast du etwa keine Angst, wenn die Jungs mit dem Auto unterwegs sind? Natürlich habe ich Angst, genauso wie du. Ich habe Angst, dass sie so schlecht fahren wie ich in dem Alter. Weißt du die Geschichte, die ich bei Patty erzählt habe mit der Bücherei? Ja? Die hat nicht gestimmt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was hat mich verraten? Warst du jemals in der Nähe einer Bücherei? Ja, ich habe auf dem Parkplatz davor einen Schleuderkurs gemacht. Willkommen zum letzten Tag der Woche des Motors hier in Tooltime. Und um einen grandiosen Abschluss zu haben, begrüßen wir nochmal unsere Gäste von der letzten Woche. Ja, das tun wir. Nur haben wir diesmal ein paar Veränderungen vorgenommen, damit Sie der Show besser folgen können. Ich meine die Earls, wenn ich bitten darf. Jetzt gibt es kein Durcheinander mehr. Wir haben Big L, Little L, Norm L und selbstverständlich unseren Abnorm L. Das glaube ich nicht, Tim.